aufbewahrt, obwohl die Reformation, die reformatorische Tradition mit dem Psalm ziemlich, ziemlich schusselig umgeht. So wichtig die Worte der Heiligen Schrift sind, also denkt ihr an die Sola Scriptura, also die Heilige Schrift, ganz wichtig, aber die mit dem Psalmen haben sie es nicht. Weil das, ich nehme an, ich habe das jetzt in der Literatur gestern und heute nicht mehr gefunden, aber meine Vermutung ist schon, dass es an der Abwehr dieses Ganze, weil Psalmen mit Mönchtum verbunden sind, mit Stundengebet, ja, und das immer im Verdacht steht, Werkgerechtigkeit, ja, die machen da so ein Pensum, damit sie sich die Gnade ersingen, ja, oder so, gibt es so eine protestantische Abwehr, ja. Suchen Sie mal eine Psalmvertonung von, ich habe es heute Morgen noch gesagt, ne? Also bei mir in der CD-Sammlung steht ein ganzes Regal mit Bach-Sachen, aber suchen Sie mal eine Psalmvertonung von Bach. Es gibt eine, also was ich jetzt gefunden habe, ich habe ziemlich viel, da gibt es natürlich ein überaus reiches Kantatenwerk, traumhaft, ja, wunderschön, ich liebe es über alles, ja, aber Psalmen finden Sie nicht von denen. Eine Motette gibt es, lobt den Herrn aller Heiden, wenn ich recht sehe. Sonst gibt es, ich wüsste nicht, dass es sonst noch eine Psalm, eine Vertonung eines ganzen Psalms gibt. Das ist natürlich bei den Katholischen, die wir heute uns heute Nachmittag zur Brust nehmen, anders, weil das natürlich gefordert war. Also Mozart, Vivaldi, Haydn, all die großen Namen, oder Morales, Ignaz Heinrich Franz Bieber, die mussten natürlich alle Vespern schreiben. Das war natürlich dann sehr kommod, also dann hätten wir sonst damit das richtig Spaß, ja. Da saß ein Chor auf der Empore und ein Orchester, ja, manchmal kann man das in Österreich heute noch erleben, die setzen sich dann in ihre Polster und lassen die Vesper singen. Arschchen, ja, so, ganz gemütlich, ja, die müssen erst hineinziehen, ja, und ihren kiloweisen Brokat an den entsprechenden Platz bringen und dann lassen sich erst eine halbe Stunde nieder und dann kommt Mozart, ja, sozusagen Vesper aus der Dose, ja. Ist auch eine Form, geht im Grunde auf das alte Modell zurück, dass einer steht und die anderen machen mit ihren Matten was, ja, und einer liest den Text der Schrift. Da kann man natürlich auch drüber meditieren, aber sehr eigen. Aber in dieser Form zumindest waren die auch Komponisten und Musiker der katholischen Tradition immer wieder viel mehr mit den Psalmtexten konfrontiert, um die zu vertonen, um die zu bearbeiten. Ja? Und das ist etwas, was in der reformatorischen Tradition eben nicht der Fall war. Deshalb findet man da nicht. Es hat sich eine Spur in der reformatorischen Tradition, wenn man die da einordnen will, wenn wir wahrscheinlich jetzt Aua schreien, weil sie sich da dann doch wieder sehr selbstständig sehen, aber in der anglikanischen Tradition hat sich das gehalten. Mit dem Morning Prayer und Evensong. Die fangen auch, die machen den Psalter einmal im Monat. Wir werden heute Nachmittag ein Beispiel hören vom St. Andreastag, vom Evensong am Andreasfest, interessanterweise, bekannterweise am 30. November, also dem letzten Tag des Monats. Und es kommen immer abends drei Psalmen. Und da ist das dann 148, 149, 50, weil am nächsten Tag ist der 1. Dezember, da geht es wieder mit 1 los. Sodass alle großen Kathedralkirchen in England zum Beispiel, die eine solche sehr lebendige Tradition etwa von so einem Evensong haben, vielleicht haben Sie das als Tourist mal irgendwie erlebt, wo das jeden Tag ist, einen eigenen Psalter haben. Zum Beispiel die St. Paul's Cathedral in London ist irgendwie stolz darauf, dass sie einen Psalter hat. Ja? Also die Art und Weise, wie die ihre 150 Psalmen musizieren und singen. Auch ein Musikbeispiel heute Nachmittag. Also da ist dieses alte Modell noch mit 1 anfangen und 150 ursprünglich am Tag, verwendet in einer Woche, in der anglikanischen Tradition noch erhalten innerhalb von einem Monat. Da ist das noch da. Also es erhält sich immer irgendwie noch an einer Ecke. Ja? Es ist nie ganz verloren. Das Problem der Neuordnung des Stundengebetes, die sicher auch notwendig war, ist, dass man zum ersten Mal in Rom, und das lässt mich zumindest zu dem Schluss kommen, dass man da in Zukunft sehr, sehr vorsichtig sein soll, sich ganz auf die Exegeten eingelassen hat. Also zum Beispiel Erich Zenger war da mit dabei, also 70er Jahre, das waren alles so Jungspunte, ja, die waren gerade so frisch habilitiert, die haben sich da richtig ausgetobt mit den Psalmen. Da habe ich gesagt, boah, toll, da gibt es Gattungen in den Psalmen. Wahnsinn, ja, Klagepsalmen, Bittgebete, Preisungsgesänge, allein mit anderen, nur mit kleiner Gruppe, große Gruppe, Tempelliturgie, was da alles gibt, so haben sie das eingeteilt, ja. Und dann fingen wir an zu sagen, das ist alles Quatsch hier mit diesem
1 bis 150 durch, ist ja total fantasielos. Lasst uns das mal in schönen Gruppen zusammenstellen. Ja? Also, dass wir zum Beispiel sonntags oder so, sonntags müssen irgendwie die Tempelliturgien her. Ja? Freitags die Klagepsalmen, ja? Weil man ja immer auch mit Christus die Psalmen betet. Donnerstags kommt alles, wo Getreide drin vorkommt, ja? Wegen Gründonnerstag. Ja? Ja, ist so. Gut, schlagen Sie mal Stundengebet auf. Ja? Samstags ist der Tag Eintopf. Der Knusseltag. Die Reste, die keiner will, das betet eh keiner samstags, ist eh frei. Ja? Da kommen die ganzen Psalmen hin, die schrecklich sind. Ja? Weil da samstags sind die alle beschäftigt, ja, so, das betet eh keiner. Das ist natürlich jetzt etwas salopp, die würden sich auch dagegen verwahren, dass sie das ganz so gemacht haben. Ja? Aber es ist wirklich etwas so. Im Grunde genommen eine interessengeleitete Zusammenstellung der Psalmen, wo man dachte, das muss man ja sagen, das ist ein sehr edles und nobles Motiv, zu sagen, wir helfen. Leider Gottes hat man da auch wieder nur dann in erster Linie Weltpriester im Kopf gehabt. Ja? Wir helfen denen zu beten, dass sie das besser machen können. A, weniger Pensum, sicher sinnvoll. Ja? B, dass sie so, wie die Tage halt so sind, dass sie das dann so besser machen. Dass sie donnerstags immer schön brav an die Eucharistie denken und freitags immer ans Kreuz. Ja? Und samstags zumindest in den Fürbitten an die Mutter Gottes. So, und damit hat man schon wieder das alte Motiv auf Vizien, was man in der Messe gerade glücklich abgeschafft hat, da hat man durch die Hintertüren ins Intrigierte eingeführt. Ja. Auch achten Sie auch mal zum Beispiel darauf, hochinteressante Beobachtung, was sich im Moment da alles im Bereich, das ist jetzt nicht unser Thema, ich weiß es, aber im Bereich der Messe tummelt, ja, mit dieser Diskussion, kommt die alte Messe wieder, ich weiß nicht, wovon da die Rede ist, die alte Messe ist eigentlich die, die wir jetzt haben, ja. Denn das, was da als alte Messe bezeichnet wird, ist ein ziemlicher Mischmasch aus dem Mittelalter, aus dem Hochmittelalter. Ja? Also die tridentinische Messe ist nicht die alte Messe. Ja? Das ist immer die Begriffsverwirrung ist da schon vielfältig. Und was da diskutiert wird, was man da jetzt wieder ändern muss oder so, bis hin zum verehrten Heiligen Vater. Fürs Stundengebet wird das nicht gesehen und thematisiert. Das ist irgendwie egal. Das eh nur was für ein paar bekloppte Nonnen und noch für ein paar Weltpriester halt auch noch machen. Ja? Das ist schade. Da fehlt etwas im sagt etwas auch über die Rezeption der Psalmen und generell über den Umgang mit der Heiligen Schrift. Ja? Dass das nicht sehr im Bewusstsein ist. Weshalb ich ja nach wie vor glaube, dass das, was wir versuchen, ja, in Kloster meine Stadt, auch Leute zu gewinnen und anzusprechen, und es kommt ja noch eine ganze Reihe, also wo das eben nicht selbstverständlich war oder ist, Psalmen zu beten und so eine Form auch des Betens zu haben, dass es eine gute Gebetsschule ist, um das mal an sich heranzulassen. Also die Neuordnung gruppiert das in Texte, weil man in dieser Zeit der Psalmenforschung, die ja katholischerseits erst da gerade ein paar Jahre dran war, man durfte ja nicht so, wie man wollte, so ganz stolz auf seine Erkenntnisse war und gesagt hat, der Psalter als solche, deshalb habe ich auf dem Arbeitsblatt ist eine Überschrift, wie sagen wir dazu? Die Psalmen oder der Psalter? Was steckt in dieser Alternative für einen Gegensatz drin? Wenn ich sage die Psalmen, dann gehe ich davon aus, das ist im Grunde genommen, da hatten sie so eine Mappe, so eine Kladde hier, so zwei Deckel, und haben gesagt, hier, noch hast du noch so ein Lied, komm, tu hier rein, ja, so. So, und dann haben wir am Schluss irgendwann einen Deckel zugemacht, so, das ist jo, denn 150 ist schön, so, lassen wir das gut, ja, also hat man 150 Einzeldinger, die sind alle verschieden und sagt, komm, lass gut sein, jetzt 150 sind genug, das ist ganz schön, kann man später einen Rosenkranz draus machen oder so, ja, das wird gut sein, ja. Oder sage ich der Psalter, dann spreche ich von einem Buch, das eine Einheit bildet, ja, dass das nicht zufällig ist, dass die Psalmen so da stehen, wie sie jetzt da stehen. Das ist im Grunde genommen eine immer noch strittige Frage in der Psalmenforschung, wobei Anfang der 70er mit den ganzen verschiedenen Gattungen und Sachen, waren die so glücklich, dass die immer nur die Psalmen gesagt haben. Also den Psalter gab es nicht, das hatte man nicht entdeckt. Weil der Psalter hieß ja 1 bis 150. Wenn ich sage Psalter, kann ich natürlich nicht die Psalmen beliebig herausgreifen und neu zusammenstellen, was man gemacht hat, sondern muss die respektieren, dass es vielleicht nicht unwichtig ist, warum der Psalm 51 an dieser Stelle steht und nicht eben Psalm 79 ist, sondern 51. Wenn ich sage, hier sind die Deckel, sind die Dinger drin, dann machen wir so, und ich sage, komm, ist ja egal hier, das ist, auch von der Länge her, ja,
Das spielte auch eine Rolle. So ein banales Kriterium wie Psalmenlänge. Dass man dann, in manche Psalmen haben die ja richtige Handgranaten reingeworfen. Ja? Zum Beispiel Psalm 119, der ist ja verstümmelt, den finden sie gar nicht mehr. Da sind sie eine Woche beschäftigt, wenn sie im ganzen Stundengebet alle Teile vom Psalm 119 will. Da ist also sozusagen Minensuche, ist ein Kinderspaziergang dagegen. Da ist ein Stück in der Samstagsfest und dann ist da was und die. Und weil das dann weisheitlich ist und dann ist ein Stück wieder aus dem Psalm 19 rausgefummelt und präpariert und amputiert und woanders eingepflanzt. Ganz merkwürdig. Heute und ungefähr seit 10, 15 Jahren, die gleichen Exegeten, die gleichen Sänger auch, die damals gesagt haben, die Psalmen, Gattungen, boah, toll, ja so, sagen seit 15 Jahren, das war der große Durchbruch auch in der katholischen Psalmenforschung, Psalter. Wahnsinn! Das hat da alles miteinander zu tun. Psalm 1. Da ist ein Stichwort drin, das kommt bei Psalm 2 wieder vor. Und Psalm 3 greift zurück auf Psalm 1. Das ist ja wie ein Netzwerk. Wahnsinn! Ja. Tolle Entdeckung, kann man 10 Bücher drüber schreiben. Ja, verdient noch ein bisschen Geld damit, immerhin. Ja. Großartige wissenschaftliche Leistung. Aber leider Gottes ist unser neu geordnetes Stundenbuch genau in dem Segment, in dem Zeitfenster entstanden, ja, wo man leider gerade die Theorie, die man 10 Jahre später dann doch gesehen hat, ach ja, haben wir mal so gedacht, aber ist jetzt nicht so wichtig. Ja, so. Aber auf diesem Stundengebet, auf dieser Ordnung sitzen wir jetzt. Und deshalb bin ich sehr vorsichtig, ob die Kirche gut beraten ist. Also natürlich weiß ich, dass man hier dann wieder vorwärts ist, sie ist modern, sie ist zeitgenössisch und sie folgt nicht der theologischen Wissenschaft auf der Höhe der Zeit. Manchmal ist es gut, 40 Jahre zu warten. Nicht in allen Punkten, ich weiß es. Ja. Ich möchte das auch nicht jetzt verallgemeinern. Aber zum Beispiel gerade bei Exegeten, nachdem ich selber einer bin, darf ich das vielleicht sagen, ist immer gut, das nochmal durch die Waschstraße zu schicken oder nochmal irgendwie zu sagen, stell mal einen Kühlraum, lass mal irgendwie abkühlen, lass mal stocken, ja, so. Mal gucken, ob der Schimmel dran geht oder ob es irgendwie was wird, ob man es am Schluss stürzen kann, ja, je nachdem. Und das ist schade, weil im Moment, so was ich sehe, ich weiß nicht, ob du eine ähnliche Beobachtung machst, kenne viele Mitbrüder, die sagen, ach was, da habe ich keine Zeit dafür, das ist irgendwie auch alles irgendwie nicht. Und wenn ich dann schon mal Zeit zum Beten habe, nehme ich aber auch nicht das und so. Das ist schade, weil es diesen Grundrhythmus nicht mehr gibt. Und den hat man, sie ist ja nicht mit böser Absicht, aber den hat man irgendwie zerstört, weil wenn sie immer neu zusammenstellen, wie das dann ist, lernen sie ja nichts mehr auswendig. Wenn Sie überlegen, dass frühere Generationen den Psalter oder auch jüdische Kinder den Psalmen auswendig kennen, hängt das natürlich mit der Stichwortverkettung zusammen, weil es Gedächtnisverkettungen sind. Ja? Weil man sich Dinge so merken kann. Nur weil man das noch nicht entdeckt hat, hat man gesagt, nee, komm jetzt, 2000 Jahre haben wir das so gemacht. Der Move von 2000 Jahren, alter Zopf, weg. Man sollte doch vielleicht mit so Sachen, die 2000 Jahre alt sind, manchmal ein bisschen behutsamer umgehen. Es gilt sicher nicht für alle Punkte, aber so was so kollektives Gedächtnis angeht, was ja immer für die Liturgie eine wichtige Rolle spielt, ja, dass man da ganz kaltschnäuzig mit sowas umgeht, Vorsicht. Hätte ich vielleicht vor 10 Jahren auch noch nicht gesagt, aber ist so. Ist vielleicht eine Alterserscheinung, das zu erkennen. Also wir haben jetzt im Grunde genommen schon weit vorausgegriffen, auch auf liturgische Ordnungen. Wir müssen nachher noch auch uns kurz darauf besinnen, wie von Anfang an und wie auch verändert dann Kirche den Psalter benutzt und betet, weil es da eben auch sehr unterschiedliche Formen der Nutzung gibt. Also in der Frage, wer spricht in den Psalmen? Wir haben ja eben mal auf der ersten Textebene geschaut, da gibt es Gruppen, da gibt es Einzelne, es gibt einen Klageruf und so etwas, ja. Die Kirche fragt nochmal anders, auf der nächsten Stufe, ja. Wer spricht in den Psalmen? Und wie ist das jetzt, wenn wir eben nicht mehr Juden sind, sondern wenn wir als Christen diesen Psalmen beten? Ja, wie geht das? Jetzt war da gerade irgendwie nicht mehr.
Vielleicht sollten wir kurz bevor die Mittagspause, haben wir ja noch nicht ganz, weil wir ein bisschen später angefangen haben. Ich würde gerne noch diese Sache zumindest das mit auf den Weg geben, dass wir uns noch kurz mit diesem Klischee da auseinandersetzen. Wir haben jetzt einen kleinen Umweg gemacht. Also, die Planungen könnten so schön sein, wenn da nicht die, eben dann immer am Schluss die Knüppel da zwischen die Beine kämen. Ja? Nun könnte man auf der Seite 16 oben, nun könnte man auf diese Vorgänge und Vorwürfe einfach mit zwei Autoritätsargumenten antworten. Eins, das fatale Klischee, der Gott der Rache sei alttestamentlich jüdisch und der Gott der Liebe sei neutestamentlich christlich, ist historisch falsch und theologisch gefährlich. Wer immer noch meint, der Gott der Rache und der Fluch seien kein christliches Thema, der lese, Sie sehen die Stellen, Matthäus 25, 1 Korinther 16, Offenbarung 6 und 19. Die Schere, die die Psalmen zerstümmelt, müsste auch an das Neue Testament angesetzt werden. Ob das jene christlichen Kommissionen bedacht haben, die einzelnen Psalmen die rote Karte gezeigt haben. Gilt natürlich auch, was wir für die Psalmenverteilung eben gesagt haben, was Sänger hier natürlich in seiner gewohnten Schärfe und eben manchmal auch mit beißendem Spott sagt, das stimmt natürlich wirklich, obwohl das ja auch stattgefunden hat. Also unsere Leseordnung, die wir haben, die ist natürlich schon viel vollständiger als alte Leseordnungen, aber ist natürlich lange nicht vollständig. Ab und zu erlaube ich mir ja auch darauf hinzuweisen, dass dann, wenn zum Beispiel morgen ist wieder so eine Lesung, ja. Meine Güte, wenn Sie da die Stellen durchfunken müssten, ja, wie morgen die Lesung zusammengesetzt ist, da sind Sie auch drei Tage beschäftigt, ja. Immer zwei halbe Verse und dann wieder Normversen, Normvers, ist ein ganzes Kapitel zusammengedrückt, ja. Und vielfach, also noch auffälliger ist das eben, wenn wir so eine Lectio Continua an Werktagen haben. Wenn man jetzt zum Beispiel die ganzen, wie jetzt die letzten Tage, die Urgeschichte oder was nicht so schlimm, aber im Hebräerbrief, ja. Und wo natürlich dann manchmal Sätze, die eigentlich wichtig wären, aber tendenziös rausgestrichen sind. Also das gibt es durchgängig. Zweitens, das Wort Gottes lasset starren, dieser reformatorische Kampfruf, bringt auf den Punkt, was theologisch geschieht, wenn Menschen sich zu Schiedsrichtern über Gottes Wort ausspielen. Immerhin gilt der Kanon doch als abgeschlossen. Soll er nun doch nachträglich noch verändert werden? Wer dies will, muss die grundsätzlichen Konsequenzen mitbedenken. Offensichtlich halten manche Christen die Bibel für einen weniger heiligen Text als die kirchenamtlichen Dokumente. Oder darf man mit diesen ähnlich umgehen? Nein, nicht streichen oder verdrängen dürfen wir diese harten, vielleicht sogar unverdaulichen Brocken im Psalmenbuch. Wir müssen sie zu begreifen versuchen, um sie zu akzeptieren und um sie richtig beten zu können. Exegetisch wäre an Einzelpsalmen zu zeigen, dass es Psalmen, die durch und durch von Rache und Hass bestimmt sind, im Psalmenbuch gar nicht gibt, sondern dass die Racheschreie jeweils eingebunden sind in die Geschehensstruktur der Klage und der Bitte um Rettung. Es wäre herauszuarbeiten, dass die immer wieder gebrauchte Formulierung Fluchpsalmen töricht und falsch zugleich ist, weil ausgerechnet im Psalmenbuch keine Flüche, wie zum Beispiel Deuteronomium 27, 28, stehen. Es sind meist Wünsche und Bitten, die direkt und indirekt Gott vorgetragen werden, damit er dem Treiben der Feinde ein Ende setzt. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Es wäre zu entfalten, dass die emotionale Sprache dieser Psalmstellen kein dogmatischer Lehrsatz, sondern Dichtung ist. Das heißt Ausdruck von Ängsten, Stimmungen, Aggressionen, Verletztheiten und Äußerungen der Sehnsucht, dass das Böse und die Bösen nicht das letzte Wort haben können und dürfen. Es wäre auch tiefenpsychologisch aufzuhellen, wie wichtig es ist, die Ängste und Aggressionen nicht zu verdrängen, sondern zuzulassen und sie im Gebet vor Gott auszusprechen, sie gewissermaßen in seine Hände zu legen, damit sie nicht urplötzlich die eigenen Hände zur Tat treiben. Also ich denke, wenn wir manchmal auch bei, wir müssen mal gar nicht in den großen weltpolitischen Kontext gehen, wenn wir manchmal bei aller Hinterträgerei und Hinterfotzigkeit, die es leider Gottes in christlichen Gemeinden und in Kirchen gibt, wenn wir uns dazu entschließen könnten, ja, gegenseitig Fluchpsalmen zu beten, wenn wir diesen jetzt inzwischen angezeigten Begriff nochmal gebrauchten, vielleicht wäre das dann besser. Wäre doch mal versucht wert. Denn das nimmt uns selber, es nimmt uns selber, wenn man sich wirklich in diese Texte einlässt, es nimmt uns selber, also sozusagen den Knüppel aus der Hand oder auch das Wort aus dem Mund, auch das böse Wort, ja, also das tötende Wort aus dem Mund. Ja.
und wendet es in ein Gebet an Gott. Solche Psalmen, also solche Klagepsalmen mit solchen Stellen, auch mit Rache, das sind, das können Kläranlagen sein. Bevor Sie zum Hörer greifen oder irgendwen sich zur Brust nehmen, ja, und den richtig zur Schnecke machen, versuchen Sie mal so einen Psalm zu beten. Das ist auch, das vielleicht, und es ist, also ich glaube, das glaube ich einfach nicht, das ist sicher vom Naturellen aber unterschiedlich, aber dass Christen per se keine Rachegefühle haben. Es gibt jetzt übrigens eine ganze Reihe von Kirchen, die leer stehen, da gibt es auch Nischen, stellen Sie sich rein. Also dann, und dann bestellen wir die römische Kommission, ich sprich sie dann selig und dann heilig. Ja. Wenn das schon so ist. Wobei, wenn Sie die heiligen Viten anschauen, ja, könnte ich Ihnen eine ganze Reihe aufzählen von solchen Patronen, die von solchen Gefühlen nicht frei waren. Ich weiß auch nicht, warum wir da politisch korrekt jetzt immer sagen, nein, Christen kennen das gar nicht. Christen ist der Hass ganz fremd. Ich weiß nur nicht, warum Jesus dann eben uns einschafft, dass wir das eben nicht tun dürfen. Er sagt ja nicht, das darf es bei euch nicht geben. Er sagt, natürlich gibt es das, aber ihr dürft es nicht praktizieren. Das ist doch der Unterschied. Ja? Da sind wir immer so politisch korrekt und sagen, nein, ich habe im Leben noch nie Hass empfunden. Großer Gott, da frage ich mich, wo gibt es dieses Biotop? Das muss in der nächsten Milchstraße irgendwo sein. Ja? Jetzt war eine Wortmeldung irgendwo. Ja. Weil das deutet er ja gerade an, ne? Wenn man das immer nur in sich hineinnimmt und dann auch sich immer sagt, nein, das darf eigentlich gar nicht sein, diese Gefühlsregelung darf ich gar nicht haben, dann macht man sich krank. Und deshalb ist das natürlich deshalb merken wir auch, wie die Bibel im besten Sinne auch etwas Therapeutisches hat, etwas Heilendes hat. Vor allem aber sind zwei Gesichtspunkte wichtig. Die alttestamentlichen Rachewünsche sind Lebensäußerungen der Verfolgten, Armen und zu Tode Erschrockenen, die damit den letzten Funken ihres Lebenswillen mobilisieren. Sie sind verzweifelte Manifestationen ihrer Ohnmacht und der Versuch, sich die Subjekthaftigkeit nicht vollständig zertreten zu lassen. Sie sind Reaktion auf unsägliche Not. Und da liegt eine verborgene Wurzel unserer Schwierigkeiten mit diesem Teil der Psalmensprache. Weil wir diese Not selbst nicht kennen oder bei anderen nicht wahrnehmen, tun wir uns schwer, diese Psalmen zu beten. Das bürgerliche Christentum der Neuzeit müsste sogar Angst bekommen, diese Gebete wirklich ehrlich in den Mund zu nehmen. Es wären Gebete über und gegen es selbst. In einigen Abschiedsartikeln zum Ende seiner offiziellen Bischofszeit in Limburg hat Franz Kamphaus, nachdem er ihn jetzt immer so interviewt hat, er hätte da in der schwangeren Konfliktberatung das so lange Paul gehalten und auch so gegen Rom und sowas, er sei ein liberaler Bischof, dann hat er gesagt, also das ist für ihn ein grauenvolles Wort, ja, er wollte nie liberal sein, er wollte, wenn, dann radikal sein. Und dann in diesem Zusammenhang gesagt, es gibt nichts Grauenvolleres und Schrecklicheres als ein bürgerliches Christentum, das so verbeamtet. Ja. Es gibt nichts Schrecklicheres. Und manchmal denke ich, ist auch die Abwehr bestimmter Textstellen ist ein Ausdruck eines solches eingeschlafenen, ja wohlversorgten, spießigen Christentums. Theologisch halten diese Psalmenelemente fest, dass es für den biblischen Gott und vor ihm keine falsche Neutralität angesichts von Ungerechtigkeit und Leid gibt. Der Psalter verordnet den Unterdrückten nicht die brüderliche Liebe zu den Unterdrückern, damit diese so weitermachen können wie bisher. Nein, das Psalmenbuch entlarvt die Unterdrückungsmechanismen und fordert Gott selbst auf, die Zustände zu beenden, damit sein Reich der Gerechtigkeit und der Solidarität wachse. Ich lade Sie ein, dass wir um 11:45 in der Kapelle sind zum Psalmenbeten. Die Abschnitte aus Psalm 119, die drei letzten. Auch das vielleicht kurz zur Tradition.
den hat man immer schon über eine Woche gestreckt, damit man die Woche als Einheit begreift. Man beginnt sonntags mit den ersten 4 Abschnitten, da kommen jeden Tag 3, dann geht das genau hin. Jetzt haben wir die letzten 3. 11:45 und anschließend essen wir hier. Dazu bedarf es noch einiger organisatorischer Leistungen, dass wir nämlich, also das betrifft vor allen Dingen mich hier vorne, ja, dass ich den Tisch freiräume, aber Sie müssen das bitte auch tun. Legen Sie alles hinter sich. Es gibt in einem Kantikum, dass Sie aus dem Propheten Jesaja beten: Du hast all meine Sünde hinter dich geworfen, tun Sie es nicht mit Ihren Sünden, sondern mit Ihrem Papier. Und dann öffnen wir hier die Mitte, sodass wir dann von 2 Seiten sitzen, sodass einige nicht ihre Maultaschensuppe auf den Schoß essen müssen, sondern alle einen Tisch haben. Wir machen um 11:45 Mittagessen. Ja, je nachdem, wie lange das Essen dauert. Ich denke mal, spätestens 2:30.